Ich glaube, viele von Ihnen werden heute sehr aufmerksam auf das Gespräch im kleinen Kreis mit dem griechischen Ministerpräsidenten schauen. Dazu möchte ich sagen, erwarten Sie keine Lösung, erwarten Sie keinen Durchbruch. Das ist heute nicht der Rahmen. Entscheidungen werden in der Eurogruppe gefällt und dabei bleibt es auch. Und es gibt eine Vielzahl von anderen wichtigen Themen, die wir hier auf der Tagesordnung haben. Dazu gehört die wirtschaftliche Situation in der Eurozone, dazu gehört das Thema Ukraine. Wir wollen darüber sprechen, dass das Minsker Abkommen voll erfüllt werden muss und dass die Dauer der Sanktionen auch an die Erfüllung dieses Abkommens gebunden ist. Und wir werden uns natürlich dann auch mit der Energieunion beschäftigen. Hier ist Europa schon erheblich vorangekommen, wenn ich daran denke, dass wir die Verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten verbessert haben, aber auch mit Reverse Flow jetzt die Ukraine unterstützen konnten. So zeigt sich, dass es richtig war, darauf zu setzen, dass alle Staaten auch erreichbar sind für Gaspipelines. Und insofern wird es eine interessante Tagesordnung. Dankeschön.